Morgen, Schokoladenfreunde, willkommen zum dritten Tag des Hardtrip-Vlogs. Marvin ist noch am Schlafen, Thomas ist schon wach. Und Thomas, hast du gut geschlafen? Naja, geht so. Marvin war mal wieder laut. Marvin war heute richtig am Schnarchen. Und dann, ja, ich habe Frühstück. Und danach, wenn wir sicher, Marvin ist dann schon wach. Sechs Stunden später. Ey Leute, kennt ihr den schon? Chuck Norris hat folgende Dinge erfunden. Das halbautomatische Gewehr, Alkohol, Geschlechtsverkehr und Fußball. In dieser Reihenfolge. So, jetzt fangen wir aber mal an. So, ich muss das Thema richtig. Ein paar Sekunden später. Hallo liebe Schokoladenfreunde und herzlich willkommen an unserem mittlerweile dritten Tag unseres Ausflugs in den Harz. Also Harz-Trip, Tag Nummer 3. Wir sind jetzt hier wieder zu Hause. Zu Hause? Naja, also jetzt hier wieder. In unserem Zimmer, so. Ja, in unserem Zimmer. Oh, ich hab einen trockenen Hals. Oh, ja. Erzähl weiter. Trink was. Also wir sind heute nach Thale gefahren, oder? Heißt es so, Thale? Mhm. Ja, wir sind heute nach Thale gefahren und da sind wir mit der Seilbahn gefahren, ganz nach oben auf dem Berg. Da gab es dann, da wurde Hexentanz veranstaltet auf diesem Berg. Ja, und unser Spaßvogel ist auch wieder dabei. Begrüß dich mal. Ja, ja, gerade ein Duplomund. Ja, ja. So. So. Wo waren wir? Ach ja, beim Hexentanz. Dann hat sich unser Spaßvogel erstmal Pommes mit Weißkrautsalat und Nuggets geholt. Richtig. Mit Ketchup und Senf. Mmh, Michi hat sich Pommes geholt und ein Magnum-Eis. Und ich habe meine komischen Kekse aus Polen gegessen. Schmuggelware. Aber illegal. Oh oh. Hi. Was? Ich nehme gerade ein Video auf. Lass dich hier hin. Da schaltet ihr raus. Wo waren wir? Hallo. Wir waren beim Hexenhans und dass wir uns Pommes bestellt haben. Also dann sind wir den Berg wieder runtergewandert. Die Hälfte ist abgestürzt, sind aber noch am Leben und liegen nicht im Krankenhaus. Das ist wenigstens gut gelaufen. Aber haben halt Schramm ohne Ende. Ja. Und einige haben hier ein paar gebrochene Hälse. Ich zum Beispiel, ich habe einen richtig schönen Sonnenbrand eingefallen, aber leider schon gestern. Da bin ich gebrochen. Ach ja, und auf dem Berg sind wir noch Sommerrodelbahn gefahren. Hm. Thomas hat leider Straßenschilder beachtet. Leider. Vielleicht habe ich langsamer gefahren mit. Und die erste Runde war leider Michi am langsamsten. Ja, und ich bin hier mit Fullspeed. Genau, mit 100 km/h in die Kurve, Alter. Wurde so in den Sitz gedrückt, Alter. Und er ist fast rausgefallen, ich hab voll gesehen. Boah, ich bin hier mit 450 km/h. Weil man sie auch so viel erreichen kann. Lukas. Da sind unten das Eis kaputt gegangen, ja, passiert halt mal. Einer der Spasten. Mhm. Dann sind wir den Berg runtergefallen. Ist halt unstabil. Und dann. Ja, was haben wir da? Leider wurde von uns nicht ein Foto gemacht, da Thomas zu langsam war.
Ja. Er hat die scheiß Straßenschilder beachtet. Und ich hab auch noch so gemacht. Ey, meine Fresse. Egal. Auf jeden Fall war es heute ein schöner Tag. Ihr habt was vergessen. Wir haben auch, als wir nach Hause gekommen sind, also jetzt wieder zurück in unser Zimmer. Hallo, ihr habt noch was vergessen. Ja, was willst du? Na, wir sind doch erstmal, ja. Nachdem wir dann dreimal gefahren sind insgesamt allesamt. Sind wir ja den Berg runtergelaufen. Gefallen. Runtergefallen und wir sind erstmal schön im Kreis gelaufen. Und gegessen haben wir auch noch was. So. Etwas gesagt, nämlich so. Oh mein Gott. Wir sind runtergelaufen, haben dann erstmal eine halbe Stunde lang auf den Bus gewartet. Ja, und dann mussten alle unbedingt zu Aldi. Unter anderem auch die beiden Idioten. Ich hab mir nur was. Hey, ich musste nicht zu Aldi. Ich habe mir nur mal wieder was zu trinken gekauft. Und zwar 6 Flaschen Sprite. Hust. Übrigens No-Name Sprite, ja? Also jetzt nicht die Sprite von Pum Pum Pum, ja? Ich mach keine Werbung. Es ist kein Placement. Boom, richtig, Werbevideo. Und ja, als wir hier waren, haben wir Grillfleisch gegessen. Der Tee hat zum Glück noch gar nichts geschmeckt. Außer nach Zucker, weil ich da zu viel Zucker reingemacht habe. Genauso wie Benjamin. Ja, wir haben heute Abend gegrillt. Und ich habe ein Steak mit Bratwurst gegessen. War auch sehr lecker. Ich habe zum ersten Mal ein Steak gegessen. Das war kein richtiges Steak. Ich habe Bratwurst mit Backkartoffeln gegessen. Michi, das war kein richtiges Steak. Das war einfach nur hässliches Fleisch. Ja, das stimmt. Das war kein Steak. Ein Steak sieht anders aus. Und das ist viel größer. Es sieht aus wie Bacon, du Geiler. Genau. Es ist schön fettig am Rand. Und das wäre das viel Minecraft. Größer gewesen. Wie das Fleisch aus Minecraft. Und... Dann haben wir uns noch Blondinenwitze erzählt. Ja, wir werden heute Nacht ist nur noch eine Nachtwanderung geplant. Leider. Ja, leider. Eine Nachtwanderung. Hast du noch irgendwas? Ja, wir werden heute eine Nachtwanderung machen um 10:30. Das wird dann nur circa eine Stunde dauern. Beide. Ja. Sonst war es eigentlich nichts. Oder Thomas, hast du noch was zu sagen? Wir fahren morgen nach Wernigerode. Ach ja, heute haben alle Chucky die Mörderpuppe kennengelernt. Ist übrigens eine Katze. Eine weibliche Katze. Genau. Wie tötet eine Blondine? Ein Fisch. Sie ertrinken. Alter. Das ist so geil. Mach weiter. Ansonsten haben wir noch nichts mehr zu melden, oder? Nein. Außer, dass wir morgen nach Wernigerode fahren. Genau. Dann verabschieden wir uns vom heutigen Tag und noch einen schönen Abend. Genau. Tschüss.